Mittelberg, CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist, glaube ich, dann doch hier schon zu Anfang der Debatte der Zeitpunkt, um einige Dinge richtigzustellen und gerade zu rücken, die Sie übersehen haben, Herr Kollege Baumann. Wir haben vor wenigen Wochen hier über die Kriminalitätsstatistik den letzten Stand diskutiert, und vielleicht ist Ihnen das entgangen. Wir haben den niedrigsten Stand der Kriminalität in Deutschland seit 1992. Den niedrigsten Stand der Kriminalität seit 1992, seit 27 Jahren. Das zeigt, dass hier auch unterschiedliche Bundesregierungen, unterschiedliche Bundesinnenminister insgesamt eine erfolgreiche Arbeit abgeliefert haben, auch die Polizeien vor Ort. Wir haben im Übrigen auch den höchsten Stand der Aufklärung, der Aufklärungsquote seit 2005, seit 14 Jahren die beste Aufklärungsquote. Aber, und das wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren, soweit ist es gut, dass wir heute über das Thema sprechen. Wir haben Probleme in ganz spezifischen Bereichen, auch in spezifischen Bereichen der organisierten Kriminalität, und dazu zählt die Clankriminalität. Diese Probleme mögen an dem einen oder anderen Punkt, und das sage ich auch ganz offen, eine Zeit lang nicht angemessen beachtet worden sein, vielleicht auch übersehen worden sein und möglicherweise, da hat der Kollege Reul recht, auch verpennt worden sein. Das ist allerdings dann nicht die Verantwortung vom Kollegen Reul und der jetzt in Nordrhein-Westfalen amtierenden Regierung, sondern da hat es Vorgängerregierungen gegeben, die vielleicht das ein oder andere Phänomen geflissentlich, aus welchen Gründen auch immer, übersehen haben. Der Kollege Jäger, der Vorgänger von Herrn Reul, hat seinerzeit ausgeführt, dass es aus polizeilicher Sicht sich verbiete, eine solche Kategorisierung, also etwa nach Clans, nach Familienstrukturen, vorzunehmen. Solche Scheuklappen dürfen wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Das hat auch nichts mit Toleranz oder Rücksichtnahme auf Familienzugehörigkeiten oder anderes zu tun. Da darf es keine Scheuklappen geben. Wir werden demnächst ganz klar Lagebilder entwickeln, die diese Clanstrukturen offenlegen. Nordrhein-Westfalen, und das sage ich mal sehr lobend in Richtung des Kollegen Reul, ist da mit bestem Beispiel vorangegangen. Und die Innenminister haben jetzt zu Recht beschlossen, dass alle Innenminister das in Deutschland so machen werden und dass wir dann zügig auch einen bundesweiten Überblick über diese Clankriminalität erhalten. Herr Kollege Mittelberg, der Kollege Peterger, AfD, würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nee, die lasse ich im Moment jetzt nicht zu. Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen. Es ist auch richtig, dass der Umfang dieser Straftaten erheblich ist. Allein in Nordrhein-Westfalen sind es 14.000 Straftaten in den letzten 3 Jahren, 6.500 Tatverdächtige und über 100 Großfamilien, die daran beteiligt sind. Auch die Art und Intensität dieser Straftaten macht uns große Sorgen. Ich will auf diese Details jetzt aber gar nicht weiter eingehen, weil wir uns wahrscheinlich in der Analyse relativ einig sind. Entscheidend ist, was wir jetzt machen. Und dabei ist es mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, was wir schon gemacht haben. Es kommt jetzt darauf an, eine wirklich umfassende Strategie durchzuziehen. Dabei geht es darum, ein bundesweites Lagebild zu erreichen. Und es geht darum, die Kooperation zwischen Bund und Ländern, aber auch zwischen den beteiligten Behörden, nicht nur den Sicherheitsbehörden, sondern auch den Sozialbehörden und auch den Bildungseinrichtungen, deutlich zu intensivieren. Aber ich will jetzt auch mal die Maßnahmen nennen, die bereits in die Wege geleitet sind, vor allen Dingen die hier auf Bundesebene. Der entscheidende Schritt, das Gesetz zur Reform der Vermögensabschöpfung. Einziehung aus Straftaten erlangter Vermögenswerte. Da haben wir eine ganz entscheidende Änderung vorgenommen im Jahr 2017, und die führt auch schon zu erkennbaren Ergebnissen. Das können Sie sehen hier in Berlin, das können Sie sehen in Nordrhein-Westfalen, wenn Nobelkarossen beschlagnahmt werden oder wenn ganze Immobilienbestände beschlagnahmt werden. Hier in Berlin ging es um einen Immobilienbestand in der Größenordnung von 77 Millionen wert. Das sind wirkliche Schläge gegen organisierte Clanstrukturen. Und das muss man auch mal deutlich und lobend so erwähnen. Bisher war es so, dass wir den Leuten nachweisen mussten, dass sie diese Gegenstände aus Straftaten erworben haben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Jetzt ist es nach der Gesetzeslage ausreichend, dass ein Missverhältnis gegeben ist
zwischen dem Wert dieser Gegenstände und den legalen Einkünften der Betroffenen. Das reicht jetzt aus, und das ist ein ganz wirksamer, wahrscheinlich der wirksamste Hebel zur Bekämpfung dieser Clanstrukturen. In Zukunft muss auch noch entschiedener vorgegangen werden. Nordrhein-Westfalen tut das jetzt, und da sind diese Aktionen von Herrn Reul keine Spielerei, das ist auch kein Vorgaukeln oder irgendwas, sondern das sind Dinge, die ganz real Wirkung haben. Das Vorgehen schon gegen kleinste Verstöße, die Devise muss sein, null Toleranz gegenüber den Clans von Anfang an. So, und dann ist für mich auch ein wesentlicher Punkt, Sie übersehen ja vieles, Herr Baumann. Ich weiß gar nicht, Sie nehmen ja hier an diesen Beratungen einigermaßen regelmäßig teil, aber irgendwie kriegen Sie das meiste nicht mit. Sie haben auch nicht mitgekriegt, ja, ist ja so. Sie haben nicht mitgekriegt, vor 2 Wochen haben wir hier beschlossen, geordnete Rückkehrgesetz. Da sind die Schwellen bei Strafbarkeit und Ausweisungsinteresse noch mal abgesenkt worden. Wenn Sie in Zukunft eine Verurteilung haben, ein halbes Jahr Freiheitsstrafe, dann begründet das schon ein schweres Ausweisungsinteresse. Das ist ein ganz realer Hebel, um in Zukunft aufenthaltsbeendende Maßnahmen auch bei Mitgliedern solcher Clans anzusetzen. Und das müssen wir dann entschieden umsetzen. Die Rechtsgrundlage dazu gibt es. Pakt für den Rechtsstaat könnte ich noch erwähnen. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, die Zeit des Wegschauens, die Zeit auch mancher falsch verstandenen politischen Korrektheit ist vorbei. Der Machtdemonstration der Clans müssen wir jetzt eine Machtdemonstration unseres Rechtsstaats entgegensetzen. In diesem Land, in dieser Bundesrepublik Deutschland, gilt nicht das Recht der Clans, sondern es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Darauf müssen sich alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land verlassen können. Wir haben die wesentlichen Beiträge dazu jetzt geleistet auf Bundesebene. Jetzt müssen auch die Länder, in den Länderpolizeien, auch das Bundeskriminalamt das umsetzen. Personell, sächlich sind sie dazu ausgestattet, und jetzt wird entschieden gearbeitet. Herzlichen Dank. Zu einer Zwischenbemerkung erteile ich das Wort dem Kollegen Peterka, AfD.